Hallo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem Video. Heute ist ein Video, wo ich euch etwas vorstellen will. Also, jeder, der mir ein bisschen mehr folgt bei YouTube, der weiß, ich habe einen Traum. Ein Traum, wo jeder Mensch kann sagen, wir haben von Glück reden. Ich kann von Glück reden oder von Tatsachen reden. Sorry, Schokolade. Ich bin schon Goldfrevel. Aber natürlich Goldmorgen noch. Ich ein Traum. So ist so. Ich kenne ja Capital Bra. Zum Braten hier, da ein Melone, Granatäpfel, Pfirsich. Und Zitrone. Er hat ja vier Sorten rausgebracht. Ich habe so ein bisschen Frage gestellt. Es heißt von heute, damit meine ich hier nochmal. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine Frage schreibe. Nein, aber. In einer Idee entwickeln. Das heisst, es manchmal wird es teuer. Aber ich habe mir überlegt. Okay. Wir haben so ein bisschen, so vier Skizzen aneinander wörtlich gemacht. Und zwar kann ich da einmal euch lesen und dann gehe ich ins Bett. Einmal Pascal, Bra, Kirsch, Tee. Mit Zitronengeschmack. Warum Zitronengeschmack? Kirsch im Zitronengeschmack? Weil das einfach etwas Intensives, ein Produkt ist, wo ich. Kurz aus. Mein Tee. Das ist ein Traum, wo ich mir einfach fast vorstellen kann. Wo ich denke, okay, das passt auch zu jedem einzelnen Fan, so ein Tee von mir einfach im Regal zu sehen. Immer leid Kirsche, also Pascal Brattee, Kirschtee mit Zitronengeschmack. Immer leid, weil Kirsche hat einen einzigartigen intensiven Geschmack. Man kann aus Kirsche Apfel machen. Man kann Kirsche pressen, in Wasser tun und sehr gut flüssig kochen. Man muss natürlich ein paar bemixen und alles. Das ist so ein Tee, wo ich finde, ja, für den Sommer jetzt hier auch so ein Tee machen. Okay. Und ein Tee, der Pascal-Tee, Zitronen, Kokos, Nuss. Warum habe ich den Tee mir überlegt? Ich gehe raus. Warum habe ich mir halt so ein Zitronen, Kokosnuss-Tee machen? Weil ich habe mir gedacht, Kokosnuss ist eigentlich ein relativ reines Produkt. Und ich finde, das passt auch. Ich finde, ein Kokosnuss-Tee, ich finde es auch vom Geschmack, von der Konsistenz, weil ich habe nicht so Vögel. Ich habe zwei Vögel hergemacht. Ja, also ich habe das Wort beschrieben. Also, das ist so ein echt, das ist seit 3-4 Jahren so ein Traum, dass ich mal meinen eigenen Tee rausbringe. Das ist die Frage. Ihr könnt bitte, bevor ich sie immer weiterhin nicht vergessen, bitte. Hat immer Kosowski, immer, hat immer kurz, also in seinem Videodienst, hat immer abonnieren. Ich werde immer nur auf den klicken, auf den Abo-Button, abonnieren drücken. Abonnieren und aktivieren. Und dann haben wir das gemacht. Wenn ihr das gemacht habt, ist gut. Dann könnt ihr es beschreiben. Okay, ich noch hinein. Kurz vor meinen zeigen nochmal die Bilder. Und ich schon gezeigt habe jetzt. Aber jetzt zeige ich das nächste. Aber das nächste, mein nächstes Tee wäre. Einmal wäre da Pascal, Tee, Apfel, Kirsch. Warum der Tee? Warum habe ich jetzt den Tee? Wir wollen aussuchen, den Tee.
finde Frucht, weil ein Apfel ist ein reines, cooles, also recht fruchtige Frucht mit Krise. Und Äpfelkrise, das passt irgendwie so, das kommuniziert, weil süße Äpfel, süße Krise passt immer. Und ich überlege, von einer optischen Farbe nach passt das wunderbar. Bevor ich immer vergesse, ist es nur da beim Kokosnuss-Tee. Okay. Dann haben wir nochmal einen Tee überlegt, den möchte Pascal, Brate, Ananas. Mit Zitronengeschmack. Ananas mit Zitronengeschmack, so sieht er aus. Warum kommt der Tee? Ich habe mir leid, Ananas mit Zitrone. Ananas, Zitrone passt immer, weil Ananas ist schon süß. Und es gibt so Menschen, die denken, jetzt wenn ich jetzt in die Welt, wenn ich sie berühmt auf YouTube wäre. Kenne ich ja der Rob, Crispy Rob, wo er sein Buch rausgebracht hat, sein Kochbuch. Er hat 10 Kochbücher, ich glaube das erste und das zweite Kochbuch. Und ich habe da bereits Sucuk-Pizza, er einmal die Pizza mit Rindersalami, kommt mit 3 verschiedenen Käsesorten. Aber für die Vegetarier natürlich auch Pizza mit Gemüse und Peperoni und so. Er hat, ja, ich habe ja gesagt, es kommen 2 neuere Sorten. Einmal kommt Sucuk-Pizza und einmal Thunfisch. Jeder kennt Thunfisch, Fisch. Ja? Er hat auch so mit den ja, der Flu denkt, er macht das, er hat auch gemacht, er soll für Erfolg am Leben, also es gemacht hat. Okay. Nochmal zum Repetieren für euch. Auch nochmal. Nur das ganze Thema. Danke fürs Zuhören, echt, es sind schon 38 Abonnenten. Danke. Ja, ich komme gerade. Danke wirklich neu. Aber jetzt auch nochmal zum Wissen, wie ich so vorhin schon gesagt habe, wirklich abonnieren, kommentieren und einfach einen Kommentar schreiben und um aufgeben oder um aber, wie ihr wollt. Auch um zu erwähnen, ich will jetzt bis 10 Millionen Abonnenten haben, oder? 10 Millionen Abonnenten. 100 Abonnenten. Ich bin mit 100 Abonnenten auch zufrieden. 100 Abonnenten. Mit 100 Abonnenten mache ich einen Tee. Das heisst, wenn ihr Lust auf Krise-Tee mit Zitronengeschmack, einmal Äpfel-Krise-Tee. Ich bin übrigens Krise jetzt. Oder einmal gibt es einen Tee. Kokosnuss mit Zitronengeschmack. Oder das letzte, also ich habe dir das schon gezeigt. Das letzte war mit Ananas-Zitronengeschmack. Und los auf die 4 Tee. Dann schreibt mir einen Kommentar rein, wo ihr mir helfen könnt. Meine Mutter kann es immer sehr teuer. Aber durch das, wo ich Geld verdiene bei YouTube, kann ich das wahrscheinlich dann machen. Das heisst, ihr müsst einfach nochmal bitte ohne einen Kommentar schreiben. Ich schreibe nochmal alle, ich mache wirklich dann nochmal ein Video und ich kann auch nochmal durchschauen, was ich dann meine. Ja, ich komme an! Also auch nochmal wissen, einfach nochmal zum Repetieren freuen, einfach nochmal zum Schauen, ich kann nochmal zurück und einfach nochmal schauen. Es ist auch müde und ich kann jetzt auch nochmal schauen, wie der Tee für euch aussieht. Blättert es einfach mal nach. Und ihr sagt auch nicht. Ihr sagt nicht so. Ich habe jetzt Zeit, ich habe gegessen. Und danke. Bis bald. Nach dem Essen kommt noch ein Video wahrscheinlich. Aber dann erkläre ich euch, was ich mache.
Tschüss, bis nachher.